Geld! Oh, Gott! Durch! 180 Kilo mit 71. Nicht etwa Körpergewicht, Helmut Reimann drückt diese Massen auf der Hantelbank. Seit er 30 ist, gehört Kraftsport zu seinem Leben. Dreimal die Woche verbringt der Rentner bis zu 2,5 Stunden im Fitnessstudio. Seine Motivation? Mich selbst zu beweisen und anderen zu beweisen, dass man das im hohen Alter auch kann. Man muss nicht unbedingt so eine Gewichte stemmen. Man muss im Alter auch mal zusehen, dass man ein bisschen Krafttraining macht und auch Bewegung reinkriegt. Dutzende Pokale zeugen von einer erfolgreichen Sportlerkarriere. Helmut, genannt Bibo, ist amtierender deutscher Meister im Bankdrücken. Trainingspartner Heiko unterstützt den ehemaligen Hausmeister beim Training. Helmuts Leistung ist natürlich außergewöhnlich, weil er für sein Alter auch sehr beständig ist. Er trainiert konsequent, mental immer auf der Höhe, sehr zielstrebig und ist für mich persönlich auch ein Vorbild. Mit 71 ist Aufwärmen das A und O. So ein Warm-up kann schon mal eine Stunde dauern. Langsam steigert Helmut das Gewicht. Trotzdem drückt er, bevor es richtig losgeht, schon 100 Kilo auf der Schrägbank. Ich reibe mich auch mit so einer Emulsion ein. Wenn man oben sieht, ist das knallrot, damit das alles schön durchblutet ist. Und der Muskel muss gut durchblutet sein und alles drum und dran. Dann kann man auch sich an den höheren Gewichten ranwagen. 105 Kilo Kampfgewicht braucht Bibo auch für seine zweite große Leidenschaft. In der Hamburger Motorradwerkstatt von Kumpel Harro hilft er regelmäßig aus. Wenn Not am Mann ist, dann kommt er sofort, hilft mir. Ne? Oder wenn ich liegen geblieben bin, was ja oft genug passiert, weil ich vergesse, irgendwie mal zu tanken oder so, ne? Dann holt er mich immer ab. Ja, das ist immer, wie soll man das sagen, das ist Bombe. Ne? Früher fuhr Bibo Motocross-Rennen, heute reicht das Schrauben. Schwere Maschinen faszinieren ihn schon länger als der Kraftsport. Mit Kreuzworträtseln und alles drum und dran kann ich nichts anfangen. Als Jugendlicher habe ich mir Mopeds aus der Aschkuhle geholt und war anstatt die Jungs, die vom Fernseher saßen oder irgendwo, habe ich draußen an Mopeds geschraubt und das auseinander und dies zusammen. Und ja, und das wurde dann zur Leidenschaft. Im Oktober soll es zur Weltmeisterschaft gehen. Für Helmut kein Finale, nur eine Zwischenstation. Ans Aufhören denkt Bibo nämlich noch lange nicht.